Und der Ballon d'Or 2022 geht an... Komm schon, sag Lewandowski. Junge, Robert, du hattest deine Chance. Was? Dann sag Benzema, komm schon, Benzema. Nix da, Messi soll er sagen. Du bist doch nicht mal nominiert, Lionel. Ach, und du meinst, das hält mich davon ab, diesen Titel zu gewinnen. Ja. Also das glaube ich erst, wenn mir das der Ballon d'Or persönlich sagt, ja? Ja, nee, sorry, Leo. Du bist raus. Messi wird nicht zum 8. Mal Weltfußballer. Und das bringt dir persönlich was, Cristiano? Naja, dann kann ich heute aufholen. Ey, und der nächste Vogel, der meint, er hätte eine Chance auf diesen blöden Goldball heute. Wie sang Udo Jürgens einst mit 37 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Oder so. Wer weiß, vielleicht gibt's ja auch einen Überraschungssieger heute. Nee, gibt's nicht, ich mach das. Frag doch mal die Zuschauer, was die glauben. Nicht nötig, jeder weiß, ich gewinne heute. Karim, jetzt frag doch. Boah, gut, bitte, wer wird heute Weltfußballer? Und kommt mir jetzt nicht mit Guido Burgstaller.